Robertina, aber die ersten oben. Ja, ja, grüß dich. Hi Jungs, schön, dass ihr da seid. Ich bin die Daniela. Hi. Berti, hallo. Oh, Material habt ihr auch schon ein bisschen eins mitgebracht. Ja, dann würde ich sagen, ich zeige euch beiden mal, wo ich mir das ungefähr vorgestellt habe. Da haben wir schon einen Plan. Hast du auch schon dabei, super. Geistigen Erguss. Genau. So soll das Kind dann später mal aussehen. Ja, ist doch schön. Also vom Platz her sollte der Grill hier stehen. Ungefähr hier. Weil wir da hinten überwiegend sitzen und essen. Und dann ist es auch nicht zu dicht dran. Und man kommt aber trotzdem gut hin. Ihr müsstet halt hier mit den Pflanzen ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu dicht dran kommt, dass die nicht verbrennen. Aber ungefähr da hätte ich es gerne. Als erstes heben Andi und Berti ein Loch im Rasen aus. Denn der geplante Grill kann nicht einfach auf die Wiese gesetzt werden, sondern er braucht ein solides Fundament. So wird er in naher Zukunft nicht durch Witterungseinflüsse absacken. Die beiden füllen das Loch mit Split, rund 30 Kilo, und bringen die Grundlage mit der Wasserwaage ins Lot. Jetzt können die Grillbauer mit 6 Betonplatten 35 auf 35 cm in dem auf Maß vorbereiteten Loch das Fundament legen. Als nächstes rühren Andi und Berti frostfesten Fliesenkleber an. Die Mischung sollte nicht zu trocken sein, da der Fliesenkleber relativ schnell fest wird. Die Gasbetonsteine für den Grillsockel richten die beiden so aus, dass die Maße vom Fundament optimal ausgenutzt werden. Die Gasbetonsteine werden mit dem Fliesenkleber zusammengefügt und so aufeinandergesetzt, dass die Steine bei den einzelnen Etagen überlappen. Wo ist das Loch da? Also ich meine hier, da unten, wo man auch was reinstellen sollte, habt ihr das vergessen oder Loch kommt es noch? Oder? Also zum Ersten muss erstmal dieser Fliesenkleber anziehen. Und wenn der angezogen hat, dann können wir das Loch schneiden. Gut. Würden wir das Loch jetzt schneiden, würde die Steine wieder runterfallen. Sich zusammenfallen. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, nein. Und wie geht's jetzt weiter hier oben? Wir werden jetzt hier die Metallbewehrungen reinschneiden. Schauen wir ganz kurz her, die werden hier reingelegt. Mhm. Und in diese Metallbewehrung werden dann die Schamottsteine eingelegt. Okay, und dann baut ihr das hoch? Genau, also dass wir halt eine geschlossene Fläche hier oben bekommen. Mhm. Super. Inzwischen ist Sohn Marco von der Schule zurück. Er darf gleich mit anpacken und die Schamottsteine für den weiteren Bau in den Garten tragen. Für die Grillbasis versenken Andi und Berti 2 Eisenträger in den Gasbetonsteinen. Nun wird mit Markus Hilfe der Kaminmörtel angerührt, denn der weitere Grillbau muss feuerfest sein. Die Basis entspricht nicht mehr den geplanten Maßen, mit Absicht, denn so schaffen Andi und Berti neben der Feuerstelle eine praktische Ablagefläche. Die Größe der eigentlichen Grillfläche wird von den beiden nochmals genau austariert. Dann kann der Restbau hochgezogen werden. Schamottsteine sind aus doppelt gebranntem Ton und daher feuerfest. Normale Backsteine würden bei der Grillhitze ziemlich schnell auseinanderplatzen. Zum Schneiden der Steine verwendet Berti eine Steintrennscheibe auf der Flex. Die Grillbauer beenden den Rohbau wie geplant am ersten Arbeitstag. Für das gesamte Baumaterial haben sie insgesamt rund 300 Euro ausgegeben. Am nächsten Morgen geht es weiter. Daniela, Andi und Berti fügen Aschenwanne, Kohlen und Grillrost ein. Das Set ist im Fachhandel für ca. 170 Euro erhältlich. Jetzt kommen wir aber dann doch noch mal auf das berühmt-berüchtigte Loch da unten zu sprechen. Also wir waren gestern beim Großhändler, der hat ganz viele davon. Mhm. Also wir werden keinen Spitzbogen machen. Ich denke mir, das schaut ein bisschen albern hier drin aus. Ja. Wir werden also den klassischen Korbbogen machen. Gerade nach oben ein Segment, gerade nach unten, so wie die alten Kamine einfach aussehen. Super. Hinten geschlossen, innen verputzt, außen verputzt. Und dann hast du einen Wahnsinnsgrill hier. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja. Klasse. Mit Hilfe einer Wanne zeichnet Andi den Korbbogen ein und beginnt dann eine Serie von Löchern zu bohren. Dann kann Berti mit der Gasbetonsäge den Rest besorgen. Das geht ziemlich einfach mit diesem Material. Aber Achtung, lieber zu wenig als zu viel absägen. Ein Tipp: Andi schleift mit einem Stück Schamottstein die Ränder sauber. Jetzt ist wieder Berti dran. Mit wetterfestem Putz verpackt er schön die Wände und nach dem Antrocknen glättet er mit einem Schwamm die verputzten Oberflächen. Daniela, fleißig, ja? Mhm. Ja, Daniela, das wär's jetzt gewesen. Das wäre unser Part.
Wir sind raus. Wie das wär's gewesen? Wir sind jetzt mit unserer Arbeit soweit fertig. Ja, das ist ja witzig, ihr habt ja nur seitlich und hinten verputzt und hier vorne ist nix. Das wird morgen deine Überraschung werden. Wie Überraschung? Ja, wenn es dir jetzt sagt, wäre es ja keine Überraschung mehr. Ich lasse mich gerne überraschen. Dann wünsche ich euch einen schönen Feierabend und vielen herzlichen. Danke. Servus. Ciao. Ciao.